Es sind zwar noch 9 Monate bis zur Premiere des Musicals My Fair Lady auf der Seebühne Mörbisch, aber das Auswahlverfahren für die verschiedenen Rollen läuft bereits. 300 Musical-Darstellerinnen und Darsteller haben sich beworben. 80 von ihnen bekommen die Chance, ihr tänzerisches und sängerisches Können dem Produktionsteam zu zeigen. Es ist ein harter und schweißtreibender Weg, um ein Engagement für My Fair Lady in Mörbisch nächstes Jahr zu ergattern. Regisseur und Choreograf Simon Eichenberger erklärt kurz, welche Tanzschritte er sich vorstellt, und schon geht es an die Arbeit. Eine halbe Stunde haben Tänzerinnen und Tänzer Zeit, die Kombinationen einzustudieren, bevor sie die Choreografie dem Leading Team der Seefestspiele präsentieren müssen. Ich bin immer aufgeregt, weil man will ja überzeugen und man will im besten Fall den Job bekommen. Und da geht es halt schon um die Zukunft und deshalb ist man auch dementsprechend nervös. Je länger man so ein bisschen im Job ist, desto ein bisschen entspannter wird es, aber ein bisschen nervös ist man immer. Also das geht nicht ohne. Es ist unfassbar, was die können. Diese Nummer, diese Tanzanlage ist 4 Minuten lang und die haben sie einstudiert in einer halben Stunde. Also Hut ab und Kompliment, es ist unfassbar, in welchem Tempo. Ich finde es immer extrem wichtig, die Leute kennenzulernen, und man muss auch den Leuten eine Chance geben. Und natürlich ist darum, es sind ja auch Auditions so wichtig, also diese Casting, diesen Vorgang von einfach den Mensch zu spüren, natürlich auch mit den ganzen Skills, den ganzen, okay, tanzen, singen, spielen, es ist alles sehr aufwendig und sehr viel dahinter. Und ich finde schon, dass man dann, es gibt auch manchmal dann Leute, die man dann trifft und sieht, okay, gut, ja, den finde ich super spannend, und weil mir der so gefällt, will ich was finden für den. Also manchmal ist nicht immer so, okay, auf dem Papier steht, das brauche ich, sondern ich versuche mich auch zu inspirieren von den Leuten, die kommen. Ist die Tanz-Audition geschafft, kommt man in die zweite Runde und darf vorsingen und vorspielen. Wenn ich auf die Bühne gehe und eine Premiere habe und ich habe mein Zeugs gelernt, bin ich inzwischen kaum mehr nervös. Also nur so ein bisschen, aber beim Vorsprechen jedes Mal. Was ist jetzt los? Weil es ist so, wie wenn du jetzt auf Rekord 100 Meter rennen müsstest. Ne? Nun heißt es für alle zittern und bangen. Denn wer tatsächlich bei My Fair Lady kommenden Sommer auf der Seebühne Mörbisch dabei sein wird, das erfahren die Künstlerinnen und Künstler erst nach dem zweiten Audition-Termin. Und der ist erst kommenden Sonntag.